Herzlich willkommen zu einem kurzen Kameratest mit dem Realme X3 Super Zoom. Wir haben hier jetzt eine 4K-Aufnahme bei 30 FPS. Das Ganze wird stabilisiert über den EIS. Und wenn ich mich jetzt auch bewege, sieht man auch, dass das ganz ordentlich funktioniert. Nachher werde ich auch noch mal kurz joggen, um das zu zeigen. Qualität ist ziemlich geil, also es ist sehr, sehr gute 4K-Aufnahmen. Selbst 60 FPS werden auch noch stabilisiert. Schauen wir uns gleich an. Wenn man 4K-Aufnahmen macht, kann man nicht zwischen den Sensoren wechseln, sondern kann quasi nur einen Digital-Zoom zur Hilfe nehmen. Was eigentlich bei jedem Smartphone geht, dass das jetzt fünffach digital. Wenn man Aufnahmen in 1080p macht, kann man auch auf die Periskop-Kamera wechseln. Gehen wir noch einmal vor. Die Soundqualität, die Realme hier abliefert, also es sind sehr gute Mikrofone, die Soundqualität ist wirklich gehoben, angenehm laut, und da es jetzt hier auch noch windstill ist, hört sich das auch noch verdammt gut an. Jetzt jogge ich mal ein bisschen vorwärts und dann sieht man auch, der EIS kommt dann ein bisschen ins Straucheln, aber dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen, und wer mit zwei Händen schöne Schwenks macht, wird auf jeden Fall nicht enttäuscht. So, jetzt sind wir bei 60 FPS 4K, das ist die höchste Auflösung, und auch hier arbeitet beim Realme X3 Super Zoom noch ein EIS, was absolut vorbildlich ist. Bisschen schwächer, obwohl nicht mal, als bei 30 FPS Aufnahmen. Digital Zoom ist auch hier wieder möglich und ein Wechsel zwischen Sensoren natürlich hier auch nicht möglich, da die anderen Kameras, unter anderem die Ultraweitwinkel und die Periskop, keine 4K-Aufnahmen unterstützen. Deshalb kann man hier jetzt auch nicht einfach wechseln. 60 FPS-Aufnahmen wie hier jetzt in 4K eignen sich exzellent, um schnelle Bewegungen einzufangen. Wenn man Fokus zeigen, also der ist wirklich super schnell, genau, und neigt auch nicht zum Springen. So, jetzt sind wir bei 1080p mit 30 FPS. Auch hier arbeitet natürlich zuverlässig ein EIS. Man kann schöne Schwenks machen. Und der Hauptunterschied zu 60 FPS Aufnahmen ist letztendlich, also auch 1080p 60 FPS stehen natürlich zur Auswahl. Allerdings kann man auch da nicht zwischen den Sensoren switchen, da die Ultraweitwinkelkamera wiederum das nicht unterstützt. Aber bei 1080p 30 FPS, und man auch quasi schon ordentliche Aufnahmen erhält, kann man quasi einfach, habe ich jetzt mal in die Ultraweit wechseln, wobei die Ultraweit nicht wirklich überzeugend ist bei dem Gerät. Man kann es mal machen, aber die 8 Megapixel Ultraweit Kamera ist das die schlechteste Kamera nach dem Makrosensor am Gerät. Was allerdings super cool ist, jetzt bin ich auf zweifach, das ist noch digital, und wenn ich auf fünffach gehe, landen wir hier in der Periskopkamera und können sogar auf zehnfach gehen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, gut, das war es dann auch mit dem 1080p 30 FPS Kameratest. Wir schauen uns jetzt noch die Frontkameras an. Das ist ein Videotest von der Frontkamera des Realme X3 Super Zoom. Das Ganze ist jetzt eine normale Armlänge von mir entfernt und es ist der 32 Megapixel Standardsensor. Cool ist, dass Realme hier eine Stabilisierung bietet, also der EIS sorgt dafür, dass man hier auch coole Vlogs zum Beispiel machen kann mit der Cam und nicht, wie man es von Xiaomi kennt, dass eine Stabilisierung der Frontkamera einfach nicht möglich scheint. Realme macht das ziemlich gut. Was man hier nicht kann, ist zwischen den Sensoren wechseln. Also wenn man eine Ultraweitwinkelaufnahme machen will, muss man die Aufnahme stoppen. Ich mache das jetzt mal und dann geht es weiter mit der Ultraweitwinkel-Frontkamera. So, also die Ultraweitwinkel-Frontkamera hat nur 8 Megapixel zur Verfügung. Der Qualitätsunterschied ist durchaus sichtbar. Es sind trotzdem 1080p 30 FPS, genau wie bei der normalen. Man hat hier den Vorteil, dass man einen größeren Bildausschnitt hat. Und auch die Kamera wird noch zuverlässig von Realme stabilisiert. Also alles ziemlich gut. Und der Mehrwert der Ultraweitwinkel-Frontkamera ist durchaus gegeben, wenn man Gruppenselfies oder Ähnliches machen will.